Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Und unser Ziel dieser Folge ist es mindestens, ein Zahnrad zu finden für ihn, damit er mir sagt, wo ich hier ein Nest der Minecrawler finde. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Mhm. Also, alles super. Möge der Sch... Ja. Ich muss erstmal in die Nebenschächte. Weil hier könnte ja ein Zahnrad sein. Da ist nichts da. Würde ich sterben. Das ist also auch nicht so nice. Hä? War das alles? Nee, hier geht's weiter. Aber auch nicht weit. Okay, das ist also ein harmloser Schacht. Wobei es ist eigentlich, ist das kein Schacht. Eine Schacht ist für mich eine menschlich verursachte Höhle und das sah eher aus wie ein Loch, einfach nur in der Höhle. Weil solche Höhlen, gibt's das überhaupt, solche großen Höhlen? Frage ich mich immer wieder. In Rollenspielen ganz normal, aber was denn? Ich dachte mir gerade schon, hä, wieso schaffst du das nicht? Na, wunderbar. Da sieht das aus, als wäre da ein Zahnrad, aber da sieht es auch aus, als wäre das gefährlich. Alles klar. Ich habe auch eine andere Idee. Oh. Bei der Musik fällt mir auch ein, ich wollte unbedingt mal, demnächst wieder Binding of Isaac spielen. Ob ich es aufnehme, ich glaube nicht. Das wäre so ein Projekt, das würde ich wahrscheinlich nicht aus Lust und Laune einfach mal so let's playen, sondern eher, wenn es auf meine altbekannte Zufallsplaylist kommt. Guck mal, jetzt kann ich die Minecrawler verletzen. Geh mir aber immer noch was. Na, was ist das? Wieso kann ich den denn nicht töten wieder? Also was riecht dann immer auf? So. Puh. Ich muss mal wieder Fleisch braten. Nicht, dass ich wie jetzt, ich glaube jetzt in Gothic habe ich irgendwie, boah, über 500 Fleisch auf jeden Fall. Quarla-Zangen. Oh, Rahmenkraut. Wo ich gerade mich ja gefragt habe, ob es solche Höhlen gibt, ne? Ich frage mich ja auch, ob es solche Höhlen wie in Sanctum, dem Film, ne, falls ihr den kennt, gibt. Ein Zahnrad. So. Da halt solche riesen Unterwasserhöhlen, die halt so leer sind quasi. Das würde mich auch mega interessieren. Da würde ich auch gerne mal rein. Also ich glaube zwar, dass ich tauchen würde und vielleicht... Also eigentlich ist das jetzt ziemlich kacke. Ja, das ist ja Hammer.
dass ich da nicht mehr hochkomme. Kann ich hier... Na, wunderbar. Das war kein Cheaten, ganz eindeutig. Das war eher TCL. TCL? Tongle Clipping, ja. Ich habe gerade überlegt, ob TCL oder TLC. TLC ist Fernsehsender, glaube ich. Man darf auch nicht alles. Ich dachte, das wäre. Nee, hier. Das ist wirklich so. So, wo bist du, Ian? Ich habe ein Zahnrad für dich. Hallo? Oh, nicht saufen, reden. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ah, okay. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Wo ist Asghan, ist die große Frage. Deswegen mag ich gerne Missionskompasse. Oder zumindest eine Wegbeschreibung. Mein allzeit beliebter Liebling Skyrim macht es da meistens doppelt perfekt. Die sagen dann meistens, ja, geh den Fluss entlang, bis du an die großen Bäume kommst. Und dort... Und... Zusätzlich noch ein Kompass. Ah, ist das falsch? Also hier sind wir ganz unten. Wo gehen wir denn zuerst hin? Von der Gosch. Der normale Gattist. Gattist. Gorna Kosch, ne? Erwache! Der Schläfer, erwache! Okay, kann ich mit dem handeln? War das so? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Ach so. Ich bin halt nicht sicher, ob das einer war, wo es nicht klappt. Ach, nee, hat geklappt. So, Warte mal. Ein Text. Dann geht's dementsprechend hier lang. Ah, ich schau mal hier unten in der Mine. Alter. Das hat mich gerade ein bisschen erschrocken, dieses Geräusch. Schade, das geht nicht hoch genug. Ich hätte gerade sagen können, was passiert, wenn ich mich mal darunter stelle. Du machst gerade Pause. So. Boah, das ganze Ernst. Ja. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Asghan, du kannst das Tor öffnen.
Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Alles klar. Das dürfte man doch wohl hinkriegen. Wow! Schon, ich werde sterben. Ja, da sind doch welche. Gleich 3. Hier, Templer. Na. Erwache! Was liegt an? Hör mal, musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Das ist eigentlich typische Rollenspielkrankheit. Erwache! Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Ja, hier bitte. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Und du da? Lass mich vorbei. Na. Erwache. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Okay. Ich hoffe, das sind genügend Leute. Das muss ich gleich nämlich nochmal hoch. Aber ich habe ja lange Zeit. Ich habe ja keine zeitlichen Verpflichtungen. Ich hoffe, der akzeptiert das theoretisch schon. Er hat gesagt 2 bis 3. So. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet 1500. werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Na, wunderbar. Ich will nicht. Die Winde klemmt. Hallo. Hallo. Die Winde klemmt. Was ist das denn? Ja, was ist das? Lass mich vor. Wieso geht das denn nicht? Hallo. Kann doch sein, dass jetzt diese Winde klemmt. Hier kommt. Was ist das denn? Nee. Das, Ach, ich werde sterben! Alles klar. Was habe ich da erstmal falsch gemacht? Alles klar, was ist hier los? Der Krieg kann beginnen. Ja, läuft. Ich würde sagen, das war's.
Und speichern. Eine der wirklich sehr schönen Sachen ist, dass der automatisch aus dem Menü geht, wenn ich gespeichert habe. So, und jetzt könnte ich mal eine Fackel gebrauchen. Was ist das denn? Na, komm schon. Eigentlich brauche ich doch keine Fackel, dass es nur dieser kleine Weg hier, der dunkel war. So. Aber hier sieht man doch alles. Na. Alles klar, ich kann wieder nicht treffen. Die hier hinlocken kann. Noch höre ich die Geräusche. Na. Hat's jetzt echt an dem kleinen bisschen gescheitert? Meieieiei. Versuch. Nummer 2. Ich sehe halt jetzt echt nicht so viel. Das ist aber eine rot glänzende Blutflecke. So, ich bin wieder. Das ist unfassbar. Nee, da. Denkt aber, die Leichen wären Gegner, ne? Das ist vielleicht schlimm. Was machst du da? Kommst du gerade ein bisschen vor wie ein Proteaner. So. Aber sehr gut, dass die nicht mitkommen. Ein bisschen was essen. Noch mehr. So. Alles leer. Alles weg. Also was ich demnächst wirklich brauche, ist ein Zauber für Heilung. Als ich festgestellt... Ah, das war in Gothic 3, weiß ich noch. Das war... Ah, ja, das war so geil. Mana-Regenerat... Alles klar. Bis zur nächsten Folge und tschüss.